Hallo Freunde, wundert euch nicht über diese komische, gruselige Mucke hier. Wir sind im letzten Part in Thweet angekommen, der neuen Stadt, der dritten Stadt, und die haben bisher den ersten Friedhof. Und hier sollen wir uns mal umschauen, denn wir haben Hinweise bekommen, dass es irgendwie hier einen geheimen Weg geben soll. Der seinem... Oh, da ist er ja! Da ist er! Da, guck mal, da oben, da ist eine Leiter. Okay, wartet mal. Ich wollte ja erstmal was anderes schauen. Meine erste Vermutung war ja da bei dem Grab, weil es so außerhalb steht. Da gehe ich jetzt erstmal nochmal hin. Da. Voll fies, genau. Der Gang ist genau von dem Stadtschild verdeckt. Free Town Map, Abe. Genau da ist es verdeckt. Ach man, ey. Aber ich bin überrascht, noch keine Zombies gesehen. Oh, nicht betreten. Verdammt. So, hier ist doch so ein Kutscher. Alter, soll ich ein Foto machen? Und nein. Ich mache ein Foto, Mann. Hier mit euch am Grabstein. Ist das nicht geil? Nee, ist das nicht, Sir. Das ist ein bisschen creepy. Okay, egal. Mit dem Teddybär. Und Ness freut sich trotzdem. Boah, was für ein geiles Bild. Tja, tschüss, Mann. Mann, wer ist denn bitte? Wer hat denn was davon, wenn er von uns Erinnerungsfotos macht? Ey, vielleicht ist das Ness Vater. So, hier ist der andere kleine Friedhof. Hier waren wir ja schon. Ja, hier waren wir schon. Okay, nur noch mal ganz kurz nochmal betreten. Habe jetzt den Verdacht, irgendwie wie bei Zelda, erstmal jeden Grabstein versuchen zu schieben. Das wird ja, glaube ich, nicht klappen. Nö, okay, dann ist hier nicht weiter. Okay, gut, dann heißt es doch da oben hin. Na toll, sind wir da eigentlich schon gewesen, haben schon die Gegner platt gemacht, da sind bestimmt wieder neue da. Oder? Nee, ach, die leere Mülltonne. Ja, gut. Gut. Oh, oh. Alter, shit. Zombies, Leute! Die machen wir fertig. Alter, er starrt hier in deine Seele. Oh mein Gott. Und er schaut herüber. Hä? Lass uns rein. Hallo? Er schaut zu dir herüber. Und er starrt dir in die Seele. Verdammt, wie kommen wir da jetzt hin? Ist eine Abkürzung? Verdammt, wie kommen wir da hin? Das ist jetzt komisch. Ja, Kinder wissen ja, wie wir die Zombies loswerden. Er starrt dir in die Seele. Hier, Mann, ich spritze euch einfach Insektenspray ins Face. So als fies. Zack. Und eine Bombe einfach hinlegen. Nee. Hilfe. Insektenspray. 100 Punkte Schaden zu irgendeinem Käfer, wenn es während des Kampfes genutzt wird. Ja, okay. Verdammt, die Zombies lassen sich nicht durch. Ah, die ganzen Dorfbewohner haben ja bisher immer noch keine Ahnung, wie man mit Zombies fertig wird. Ach so, Mist. Okay, warte mal, hier ist ein Grabstein, der hat Steine vor sich. Nix. Da ist noch eine Mülltonne. Und sie ist ein Gegner und ein Geist! Okay, die Geister gibt's doch auch nicht nur im Tunnel. Alter, oh mein Gott, was ist das? Ich glaube, ich würde ja fast sagen, ich brauche gar nicht versuchen mit Bashen, oder? So viel, ob die das aushalten? Oh, ich kann gar nichts mehr machen. Verdammt! Dann bash ich einfach trotzdem mal. Was? Zombie-Besitzer. Zack! Oh, okay, doch. Das zieht gut rein. Oh, auch mit Paula. Cool. Und er ist wieder mit der Luft verschmolzen. Der olle Geist hat wieder ein ekliges Grinsen auf seinem Face. Ich mach mal Thunder! So, Big Guy Thunder! Es hat nicht geklappt. Es hat keinen getroffen. Ach, verdammt. Oh, Alter, das tut weh. Der Teddybär ist im Arsch. Mist. Oh, habt ihr gelesen? Ness denkt an seine Mutter. Verdammt, er hat Heimweh. Scheiße, okay, muss ich jetzt schnell ins Hotel. Mit meiner Mama telefonieren. Komm schon, Ness, mach es mal schnell fertig und dann. Paula hilft auch und dann geht es los. Und der Geist lächelt die ganze Zeit nur. Oh nein. Oh, wieder voll geheilt. So ein Mist. Mann, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Heilt sich die ganze Zeit wieder. Okay, wisst ihr was, wenn du das so schön findest, Mann, denn hier. Heil dich mal von da. Jetzt probier doch mal. Lass das mal treffen hier. Hat niemand getroffen. Warum denn nicht? Ness, denk daran, Pizza zu essen mit seiner Mutter, oder was? Verdammt. Mann, Ness, du Lappen. Du kannst doch gleich telefonieren. Warte doch mal ganz kurz. Ach, Shield auf Paula. Nicht genug Dings. Ach, verdammt, Mann. Ey, ich muss ihm eine bashen. So, Paula, kannst du versuchen, wir müssen Freeze machen? Freeze? Knacks, Knacksi. Und boing. Boah,
das hat reingehauen. Oh, gut, er ist weg. Nee, was? Er ist solidified. Ist er eingefroren? Egal, er ist tot. Drown, drown. Was soll jetzt erst dauern? Paula ist jetzt Level 16. Oh yeah, 3 Angriffskraft dazu. Verteidigung 2, Speed um 2 und Alter, ihr Mutschleid um 3. Ihre Vitalität um 1 und 3 IQ. Oh mein Gott, 9 HP. Und das rockt 11 PP dazu. Nice. Okay, jetzt muss ich aber echt hier raus. Hier ist noch ein großes Grab. Nein, Probleme hier. Da ist wieder neue Mülltonnen. Verdammt. Das sind die Mülltonnengeister, die immer kommen, wenn man seinen Müll nicht richtig recycelt. Oh mein Gott, dieses Spiel ist so lehrreich. Wer sind sie nochmal? Guck mal da. Nee, werf mal einen Blick auf das Chick da vor dem Hotel. Egal wie oft Leute sie sehen hier rumhängen oder so. Ich glaube, ich sollte ein bisschen Zeit mit ihr verbringen. Na, mach doch. Wie sieht sie denn aus? Sie ist... Hey, ist das vielleicht jetzt so die Rätselslösung? Was ist denn hier jetzt los? Ich rufe erstmal meine Mama an. Ich muss meine Mutti anrufen, das ist ja alles, macht mich halt hier so krank. Hallo Ness, was ist denn los? Du klingst so traurig. Alter, Mutti, du glaubst nicht, was hier los ist, Mann. Alter, sind lauter Typen. Irgendwelche Leute, die mich fisten wollen. Das ist unfassbar, Mann. Ich erlebe, glaube ich, nicht mal meinen 14. Oh, hast du Heimweh? Komm, ich weiß, was da helfen. Ich weiß, wie diese Tage sein können. Es müsste dich besser fühlen machen, wenn du die süße Stimme deiner Mutter hörst. So, na, fühlt sich schon besser? Es sollte dir besser gehen. Ich bin mitten im... Was? Eroning? Ich hab dich verarscht. Tschüss! Toll. Ness ist über seine Heimweh gekommen. Sehr gut. Och, Mann, ey. Warte, ich wollte jetzt mal ganz kurz gucken. Was ist denn hier los, Mann? Ich wollte gucken, wie viel Geld ich habe. 200 noch, warte. Halt irgendwie ein bisschen Schiss. Dass ich das alles verlieren könnte. Deswegen werde ich das mal kurz hier raufbashen. So, ich will was raufmachen. Okay. So, dann mach ich erstmal. Du musst ja nicht alle sein, auf jeden Fall, aber die 200. 250 hau ich mal auf. So, alles klar. Weil ich weiß nicht, wie das passiert. Da ist eine sexy Woman, die im Bikini hier rumrennt. Habt ihr gesehen? Nee, die hat den komischen Leidernklamotten. Verdammte Scheiße, Mann. Okay, wir gehen einfach hinterher. Oh, weia. Was ist passiert? Oh oh, ich verliere die Fassung. Was für ein Schicksal könnte das für Ness und seinen Freund bedeuten? Oh mein Gott, was ist denn jetzt passiert? Oh mein Gott! Hm? Hä? Wo sind wir? Alter, Scheiße, Mann. Okay, dann war das, wo die Zombies sind, war dann vielleicht doch eher ein Ausgang. Dass er da wieder rauskommt später. Okay, okay. Die Tür ist versperrt. Paula? Was ist jetzt los? Ich rufe jemanden, den wir vielleicht nie getroffen haben. Ich rufe unseren Freund, den wir niemals getroffen haben. Jeff! Jeff, wir brauchen deine Hilfe! Ich bin Paula und ich bin mit einem anderen Freund Ness hier. Wir versuchen, in Kontakt mit dir zu treten. Oh mein Gott, sie macht ihre physikalischen Oberpower-Specials. Winters, ein kleines Land im Norden. Snowwood, das Haus, Boardinghaus, das Lagerhaus oder Lieferhaus oder sowas oder aufladen. Das Chef! Ich bin Paula und ich bin mit einem anderen Freund hier in Ness. Wir versuchen, Kontakt mit dir zu treten. Wenn du mich hörst, bitte wach auf und geh nach Süden. Nur du, ganz weit weg, kannst uns retten, Jeff. Bitte hör meinen Rufen und begib dich auf nach Süden. Jeff, du bist ein Freund, den wir niemals getroffen haben zuvor. Aber du bist der eine und du bist unsere einzige Hoffnung. Ist ja geil, jetzt spielen wir den. Yeah, das ist Jeff. Ist ja geil, jetzt zocken wir erstmal den. Und wer ist das hier, sein Bruder? Hallo. Ah, Jeff, ich habe gerade geträumt, dass du und ich über einen Spaziergang reden oder einen Spaziergang machen sollen. Was ist denn los? Nischt, Mann. Jeff, wo gehst du denn hin mitten in der Nacht? Oh nein, es ist Nacht.
Du weißt doch die Regeln, oder nicht, vom Dorm. Wenn du gefangen wirst, dann wirst du bestraft, ganz doll. Was ist denn los, Jeff? Alles klar, es muss also einen Grund dafür geben, den ich nicht verstehe. Ich werde dich nicht aufhalten. Aber es ist gefährlich, einfach hier abzuhauen, ohne mit irgendwas. Hey, ich glaube, da ist etwas in deinem Spind, das du bekommen solltest. Ich werde dir helfen, hier rauszukommen. Oh Mann. Tony ist dir beigetreten. Ey, ist ja cool. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, dass wir mal so außerhalb von irgendwas Leute hier spielen. Ist ja geil, so wie ist er denn ausgerüstet? Oh, er hat keine Psi-Fähigkeiten. Okay, aber er hat hier so eine Big Bottle Rocket. Ein gebratenes Eck, ein Beschützer. Und eine gebrochene Spray Can, die müsste ich da reparieren können, ne? Mal gucken. Protractor. Du kannst das benutzen während eines Kampfes. Kann sehr oft benutzt werden. Oh, okay. Das ist hier was kaputtes, ne? Ein gebrochenes, kaputtes Ding. Eine kaputte Dings. Jeff sollte das irgendwann reparieren können. Okay, irgendwann. Gehen wir. Wo sind wir denn? Sind wir im Internat oder was? Ne, wo sind wir hier? Hallo? Ich habe gehört, eine Kreatur namens Tessie lebt im südlichen See. Ich glaube das nicht. Ich glaube, irgendjemand hat ein Modell in dem Fluss platziert. Okay. Oh, ich bin müde. Ich habe mein Gesicht gemascht, habe mir die Zähne geputzt und habe meinen Kram erledigt und jetzt gehe ich schlafen. Okay. Ich frage mich, ob das Gerücht wahr ist, dass im Center von Stonehenge. Was? Stonehenge? Wird hier erwähnt? Warum? Ich habe geguckt, dass in der Mitte von Stonehenge ein Eingang ist, der irgendwo hinführt. Irgendwann soll ich das mal auschecken. Stonehenge. Erstmal was Echtes hier reinbringen. Okay, Dollar ist ja auch schon was aus der echten Welt. Ich habe eine mehr interessante Geschichte gehört über das Gerücht von Tessie. Es ist über die Höhlenjungs in Stonehenge. Viele haben gesagt, dass sie gesehen haben. Oh Gott, Leute, was ist denn hier ab, ey? Ein Schlag auf den anderen passieren irgendwelche komischen Sachen. Die kleinen Kinder hier. Oh, lauter Geschenke. Lauter Geschenke? Was ist das hier? Ich bin so müde. Toni hat morgen Geburtstag. Ich habe alles dekoriert und mit Keksen und sowas alles, die ich für jeden morgen geben kann. Oh, Toni, was ist morgen Geburtstag? Unser Kumpel, der hier mitkommt. Wenn du draußen gehst, dann halt hier an und sag mal Hi zu Maxwell, bevor du gehst. Er sucht immer nach jüngeren Studenten. Maxwell arbeitet immer noch hart in dem Labor und unterhalb der Treppe. Egal, diese Tage sind ganz schön viele gefährliche Tiere und außerhalb, die rumrennen. So, Jeff öffnet das Geschenk. Ein Keks. Sind jetzt lauter Kekse drin? Ja. Oh, sehr süß, Mann. Na so. Tut mir leid, Toni, aber wir wissen nicht, ob wir jemals wieder leben zurückkommen. Wie Toni aussieht, ey, der kleine Sprite, irgendwie voll, die hat so kleine Mütze auf. So, Jeff nimmt den Keks. So, okay, gehen wir raus. Ich muss ja ganz kurz nochmal Equipment, ich bin mit nichts Equipment, ey, verdammt. Okay, aber da finden bestimmt ganz viele Sachen in unserem Spind. In unserem Schließfach. Irgendwo muss ein Labor sein. Das hier sieht aus wie einer. Maxwell, bist du? Oh, Jeff und Toni! Na, ihr habt mich erschrocken. Seid ihr auf der Suche nach einem Mitternachtssnack oder was? Ich habe gerade ein paar Schwierigkeiten mit meinem Projekt. Ah, wenn nur Jeffs Vater, Dr. N. Donuts, hier wäre. Ah, ich wäre in der Lage dazu, eine großartige Deal für seine Hilfe. Ich brauche seine großartige Hilfe. Aber okay, ich habe gehört, er ist eine erstaunliche Person. Er war der erste Anführer von unserem Ultra-Wissenschafts-Club. Ich habe gehört, er ist großartiger als Einstein oder Heisenberg. Alter, Heisenberg, Mann! Und Einstein! Ja, aber diese Deutschen. Gerüchte sagen auch, dass er ziemlich seltsam ist. Wenn du zu deinem Spind willst oder zu deinem Schließfachraum willst, dann nimm diesen Schlüssel hier. Ah, er ist ein bisschen verbogen. So, Jeff hat den Schlüssel für sein Schließfach. So, wenn du gehen willst, ruf mich an und ich werde dein Abenteuer speichern. Ah, cool! Okay. Es ist wie speichern. Trottel. So. So. Toni, was ist denn nochmal mein Schießfach? Lass mich raten, das ist es nicht. Das ist verschlossen. So, ich will jetzt nicht überall usen, erstmal weg machen. Das ist dein Spind oder so, will ich machen. Okay, ist alles locked. Nun fange ich immer hier oben an. Gut. Key to the locker. Use.
Der Key ist verbogen und passt nicht ins Schlüsselloch. Toni, du sollst mir sagen, was meins ist. Der Schlüssel ist gebogen und passt nicht ins Schlüsselloch. Achso, verdammt. Warte mal, wieso passt jetzt allgemein überhaupt nicht? Vielleicht deswegen, mal gucken. Ich probiere mal aus. Ja, okay, nee, da klingt so, als ob der... Oha! Wer ruft mich jetzt an? Hallo, hier ist dein Vater! Na, ich hab dich ganz lange nicht mehr gesehen, oder bist ganz lange weg? Es ist zwar nicht meine Angelegenheit, aber glaubst du nicht, es wäre eine gute Idee, eine Pause zu machen? Was? Nee? Ah, wir sind alles aufgestanden. Ah, alles klar. So, du bist also nicht Ness. Ist okay. Ruf erstmal Ness Vater hier an. Egal, stand dich nicht so doll an, ne? Tschüss, viel Glück, wer immer du doch bist. Ist das scheiße. Oh Mann, ey. So, da ist jetzt echt der Schlüssel für alles verbogen. Oh, der passt nicht da rein. Wie gesagt, ich probiere das mal aus. Der reinen Logik nach dürfte es ja bloß einen Schlüssel geben. Für ein Schließfach, oder nicht? So. Wenn der jetzt vielleicht den aber richtig biege, dann müsste er, glaube ich, für alle benutzbar sein. So, und alles klar. Kannst du dich irgendwie reparieren? Reparier den doch mal oder so. Zack. Gift, Warp, Help. Schlüssel zum Schließfach. Ein regulärer Schlüssel. Hat er uns verarscht, ey. Muss ich jetzt auch kurz mit ihm quatschen. Typ, Mann. Mach den Schlüssel wieder heile. Du bist ja einer. Der Schlüssel passt nicht, oder? Ich hab gedacht, es wäre nicht der Fall. Aber so habe ich das hier erfunden. Eine Maschine, die Türen öffnet. Besonders, wenn sie einen schlechten Schlüssel haben. So, sorry, Mann, für die Unbehaglichkeiten. Oh je. So, Jeff hat die Bad Key Maschine bekommen. Ah, Mann, wenn du Dr. Andonauts Sohn bist, dann solltest du in der Lage sein, das kleine Dinge zu reparieren und sie nutzbar zu machen. Okay, versuch's einfach mit einer positiven Ausstrahlung. So, okay. The Bad Key Machine. Use. Jeff benutzt die Bad Key Maschine, aber nichts passiert. Okay, vielleicht an den Türen. Achso, wir haben den Schlüssel ausgetauscht dafür, okay. Na dann einfach mal hier kurz probieren. Zack. So. Jeff öffnet die Tür. So. Da ist natürlich jetzt nichts drin. Und nochmal geht die Reise los. Alles nochmal probieren. So. Und jetzt auch nichts drin. Oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Aber leider ist auch hier nichts drin. Wir werden hier nur verarscht. So, und... Ah, da ist ein Sherlock-Holmes-Hut in dem Spind drinne. Geil. So, wir gucken aber weiter. Wir gucken weiter, Mann. So, Jeff öffnet die Tür. Und, ah, da ist eine Popgun drin. Alter, eine Knarre. Egal, du hast zu viele Dinge zum Tragen. Oh, dachte, kannst du die nicht benutzen? Hat der Typ nicht auch irgendwie was zum... Ne, der andere Typ ist ja nicht dafür da. Okay, den Weg erstmal hier usen. Achso, muss ich gar equippen. Sorry. Muss ich ja hier über das Menü machen. So, erstmal Weapon. Ich hab doch nicht die Popgun. So, Holmes Head. So, wo ist jetzt die... Wo kann ich denn die Popgun hinmachen? Achso, die war da drin, das stimmt ja. Da muss ich jetzt wieder leider die Kekse hier kaputt machen. Gibt's doch nicht. So, benutzen. Naumsen. So, warte mal, ist Jeff unter Level 1? Ich hab jetzt auch noch Level 1! Mann! Verdammt! Na super! So. Ups! Was hab ich jetzt gemacht? Zack! Achso, ups, so. Zack, benutzen! Hier eine Popgun! So, Jeff hat sie. Muss ich nochmal kurz einen Keks verschwenden? Ja, Naumsen! So, erstmal alle zu Ende angucken, bevor ich irgendwas ausrüsten gehe. So. Und. Tada! Oh, hier ist nichts drin. So, jetzt fehlt bestimmt noch. Irgendwas kriegt er bestimmt noch. So. Öffne den Dings. Und da war eine kaputte Airgun ist da drin. Cool. So, sehr schön. Leider ist sie kaputt. Die ganzen Sachen können wir alle noch nicht benutzen, um sie zu reparieren. Ja, Popgun können wir erstmal nehmen. Body haben wir noch nichts. Und Arms haben wir auch noch nichts. Okay, na dann. Hauen wir mal ab. Aus was auch immer der TS sieht aus, als wie eine große Schule. So, und. Tommy, was machst du denn da? Okay, jetzt benutze mich als Brücke und kletter über das Tor. Alles klar, ich sag dir mal, bis jetzt auf Wiedersehen.
Ich weiß nicht, wann wir uns wiedersehen werden oder so. Aber erinnere dich daran. Wir sind beste Freunde für immer. Oh. Ey, ich will jetzt nicht halt jetzt ein Geschenk verpasst. So. Nicht, dass jetzt irgendwas lag. Verdammt, wollte ich das eigentlich nachgucken. So. Nee, aber da geht's nirgendwo lang. Okay. Und da geht's anscheinend auch nirgendwo lang. Oh, Shop. Ist klar. Nee, okay, gut. Ich durfte nichts verpasst haben, als ich jetzt sofort über den Zaun rübergesprungen bin. Der Shop hat natürlich auch noch nachts offen. Oh mein Gott, was ist denn ein Affe? Okay, yeah. Ach du Scheiße, Mann. Da ist ein Affe am Eingang. Dieser Affe. Er ist echt laut. Ich glaube, ich kaufe mir eine Packung Kaugummis. Dann kann ich sie dem Monkey umsonst geben. Andererseits, was kostet das schon? Nee, willst du einen? Was? Nein. Okay, ich habe so wenig Geld. Du solltest ihm einen kaufen. Weißt du, was ich meine? Hey, vielleicht kommt der Affe dann mit. Doch, vielleicht kommt der Affe mit. So, ja, okay. Take the money. Nee, nimm den mal. Ah, okay, nimm den Affen mit. Okay, ah, ja, okay, doch, ja. Gut, da bin ich was verlesen. Ja, okay, dann mach ich mit. Kostet einen Buck, also. Oh, du kannst nichts mehr mitnehmen. Mann, ey. Na gut, dann Typi. Hallo. Ah, nee, ich kann ja gar nichts verkaufen. A T-Rex-Bed. Alter, ist das hier teuer. Guck mal. Und ein Coin of Silence. Okay. Boah, Skip Sandwich Deluxe. Geil. Alles viel zu teuer. Okay, can I do anything for you? Ja, ich möchte dir gerne was verkaufen. Ich verkaufe ihm jetzt Kekse. Aber was soll denn das? Ein Keks, Mann. Den kaufe ich dir für 3 Dollar ab. So, noch mehr verkaufen. Yes. Oh, muss ich halt einzeln machen? Ja, noch ein Keks noch. Okay, her damit, Mann. Wie geil. So, jetzt her damit den komischen Kaugummi für den Monkey. Ja, wenn du ihm eine Packung Kaugummis kaufst, wird er vielleicht mitkommen. So, okay, alles klar. Dankeschön. So, der Affe gehört dir. Jeff hat eine Packung Kaugummi bekommen. So. Na, Tibi? Uga, uga, give me some gum. Der Monkey nimmt ein Stück Kaugummi und macht eine große Kaugummiblase. Was zur Hölle? Stup! Ja, jetzt haben wir einen Affenfreund. Oh Mann, ey. Der Affenmonkey, nee, der Bubble, der Blasenmonkey joint dein Team. Ach du Scheiße, ey. Was ist draußen kalt? Okay, Leute, ich rufe hier schnell mal an und speichere. Würde ich mal sagen. Oder? Ja, hallo. Maxwell Laboratorium hier. Ach, hallo Jeff, na? Was willst du denn, Mann? Soll ich dir speichern? Ja. Okay, Leute, das war's dann wieder für den heutigen Part. Willst du eine Pause machen? Nein, aber... Also doch, ich mach schon eine Pause, aber... Nur bis zum nächsten Part, Leute. Seid wieder mit dabei, wenn Jeff und sein Affe... Los, go for it, bad boy. Wenn Jeff und sein Affe auf die Reise gehen, um Ness und Paula zu retten. Wo auch immer Ness und Paula gerade stecken, ey. Bis dann. Ciao.